Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir den Douglas Make-up Adventskalender aufmachen, denn ta-ta-ta-ta, ich habe ihn online erstanden für 29,99 €. Also wenn du mit mir zusammen diesen Kalender öffnen möchtest und zwar alle 24 Kläppchen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und auch in diesem Adventskalender-Unboxing wird es tatsächlich eine Verlosung geben, das heißt, ich werde einen Teil von den Produkten, die ich auspacke, an einen von euch verlosen. Und einen Teil werde ich testen. Also jetzt nicht in meinem Gesicht, weil ich bin jetzt ja schon full face geschminkt. Aber ich werde einen Teil von den Produkten, die ich jetzt dir zeige, testen. Ja, aber auf meinem Arm oder so. Mal gucken. Ja, genau. Der Adventskalender, wie gesagt, 29,99 € hat der gekostet und ich hatte jetzt gerade, wo ich geschaut habe, ich meine, wir haben den 14. September 2019, Leute, ne? Also das ist der Wahnsinn in Tüten, den gab es da nicht mehr. Also ich denke, dass der schon ausverkauft war. Krass. Ich habe den Kalender für, ich glaube, knapp 24 € gekauft, weil ich einen 20% Rabattgutschein hatte. Den habe ich auch auf Instagram gepostet. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du irgendwelche Rabattaktionen oder so mitbekommen möchtest, die ich mitbekomme oder die ich genannt bekomme. Genau, ja, so schaut der aus. Lovely Advent Kalender Make-up steht hier auch drauf. Und das ist nicht der Skincare und nicht der normale, den man so kennt. Und hier stehen halt wirklich zu allen einzelnen Produkten die Inhaltsstoffe nochmal in diesem Heftchen drin, was ich sehr, sehr nice finde, weil du es manchmal einfach nicht auf den Produkten findest, ne? Weil die Umverpackungen zum Beispiel wechseln oder das sind halt nur Probegrößen. Deswegen, ja, würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns den Kalender von außen an und steigen dann in die Materie ein, sprich wir öffnen alle 24 Kläppchen. So schaut der Adventskalender erstmal aus, wenn man ihn so aus der Verpackung befreit. Wir haben hier ein Schleifchen vorne drauf, der ist halt quadratisch, den klappt man nachher auseinander. Hier sehen wir dann den Hashtag Do It For You, Lovely Adventkalender Make-up. Das heißt, du kannst dir auch einfach mal was gönnen und dir den selber holen. Und hier haben wir dann schöne Bilder drauf, eine Lady, die am Baden ist und eine Lady, die Schlittschuh läuft vor dem Weihnachtsbaum. Und eine Lady, die auf einem Geschenkeschlitten steht und jemand hält sie fest, damit sie wahrscheinlich nicht runterfällt. Ja, und hier sind auch kleine Geschenke abgebildet, wo dann auch entsprechend dekorative Kosmetik rausfällt. Und ja, von unten ist nichts. Würde auch keinen Sinn ergeben. So, zuallererst öffnen wir einfach mal das rote Schleifchen hier vorne. Dann sehen wir auch hier, dass eine Lady hier steht und tatsächlich den Tannenbaum anguckt. Finde ich das okay, dass überall nur Frauen abgebildet sind? Nein. Also in der heutigen Gesellschaft würde ich persönlich von einem solchen Adventskalender erwarten, dass sie auch berücksichtigen, dass es auch Männer gibt, die sich schminken. Ich meine, guckt euch Maxime Giacomo an oder Marvin Magnificent. Also, egal. Douglas ist noch nicht so weit. Egal, egal. Ich übe keine Kritik daran aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Design auf jeden Fall. Aber, ne? Könnte auch gerne nicht ganz so geschlechterspezifisch sein, wenn es so um meine Meinung ginge. Geht's aber nicht. So, tada, da ist er ausgeklappt. Ich stelle den gleich auch bei mir in den Hintergrund. Und ja, hier sehen wir ein Kleidchen und nochmal die leere Badewanne. Das, die Frau, die sich an ihrem Schminktisch hübsch macht. Also das passt alles schon von den Motiven her, ne? Ist auch schön weihnachtlich gehalten in den Farben. Und ja, also mich spricht es definitiv an. Und dann würde ich sagen, wir starten doch einfach mal mit der Nummer 1. Wie auch im letzten Jahr lassen sich die Kläppchen sehr schwer öffnen. Ich habe dafür dieses Jahr so eine kleine Metallnagelfeile mir organisiert und ja. Als erstes haben wir hier einen wunderschönen dunkelroten Nagellack von der Douglas Eigenmarke. Das sind wahrscheinlich alle Produkte auch von, in der Farbe 78 So Far So Good. Das ist halt so eine klassische Weihnachtsfarbe, würde ich sagen. In der Nummer 2 haben wir eine Luxusprobe von einem Make-up-Primer drin. Das ist dieser hier. Ein Douglas Make-up Primer habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht ausprobiert. Der sieht einfach aus wie so ein Silikonprimer. Primer der Professional zum Beispiel. Und fühlt sich auch genau so an. Riecht nach nichts. Fühlt sich aber sehr, sehr silikonig an. Wie im letzten Jahr auch sind die Kläppchen irgendwie eine Vollkatastrophe. Also die aufzumachen, ohne den Kalender jetzt irgendwie groß zu beschädigen, ist ein... Also
ein Ding der Unmöglichkeit nahezu. Das heißt, relativ schnell sieht der Kalender dann nicht mehr so schön aus, wie er am Anfang aussieht. Das finde ich ein bisschen schade. Und da drin ist halt so eine Plastikverpackung, sage ich mal, wo du die Produkte nur sehr schwer rausbekommst. Natürlich fallen sie dann jetzt nicht von Kläppchen zu Kläppchen. Das ist positiv. In Kläppchen Nummer 3 befindet sich ein Eyepencil. Das ist ein Kajal. Und das ist das erste Produkt, was definitiv in die Verlosung wandern wird, weil ich benutze nun mal keine Kajalstifte. Ne? Da bin ich ehrlich. Das ist halt so ein ganz normaler Stift, den du auf deiner Wasserlinie verwenden kannst oder eben als Eyeliner dir auftragen kannst. Und ja, das wandert in die Verlosung. Nummer 4 ist eine kleine, aber süße Nagelfeile. Ja, kannst du immer mal gebrauchen, ne? Ist ganz niedlich, kannst du auch gut mitnehmen. Das ist schön, das brauche ich jetzt nicht testen, glaube ich, ne? Aber sehr praktisch, kann man immer gebrauchen. Und bei einem Make-up-Adventskalender kann sowas auch gerne mal mit drin sein. Das ist einfach mal was anderes und das finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Wäre das mein regulärer Adventskalender, hätte ich, glaube ich, Freude dran, immer wieder die einzelnen Kläppchen zu suchen. So ist es jetzt natürlich ein bisschen, ne, tricky, aber naja. In der Nummer 5 haben wir einen Nagellack drin und den finde ich wundervoll von der Farbe. Ich habe einen ähnlichen von Nails Inc. Das heißt, der wird auf jeden Fall weiter wandern. Aber ich finde diese Farbe so schön, ne? Das ist so, so geil. Das ist die Farbe Tütü. Finde ich klasse, aber weil ich halt den hier habe von Nails Inc., ne, muss ich den halt nicht doppelt haben. Ich weiß, wie lange es bei mir dauert, bis ich Nagellacke aufbrauche. Und da mache ich lieber einem von euch eine Freude, weil die Farbe ist echt klasse. Das mache ich unheimlich gerne zum Beispiel über den von Essie, diesen Ballet Slippers. Das ist quasi so ein, den habe ich auch als Unterlack eigentlich immer drunter, so ein halbdurchsichtiger, etwas milchiger Nagellack und den dann drüber und dann sieht das echt geil aus. Oder du nimmst diesen hier und machst den zum Beispiel als Topper über ein Grün oder sowas drüber, das sieht auch voll schön aus. Dann scheint das Grün noch leicht durch oder das Blau oder so, mega geil. Also packe ich dir auf jeden Fall in die Verlosung und ich denke, du wirst deine Freude daran haben. Und hätte ich nicht den von Nails Inc., ich würde den behalten, weil er so geil ist. Nikolaus. Was hat Douglas für Santa Claudia zu Nikolaus vorgesehen? In der Nummer 6 haben wir die gleiche Mascara drin, die wir, glaube ich, auch letztes Jahr in dem Adventskalender schon drin hatten. Das ist die Volume Obsession Mascara und ja, die vergleiche ich sehr, sehr gerne mit der Paradise Ecstatic von L'Oreal, genau. Die hier packe ich dir aber in die Verlosung mit rein, weil ich habe aktuell so viele Mascaren offen, da macht es keinen Sinn, dass ich mir noch eine Mascara aufmache. Das heißt, zweites Produkt, drittes Produkt in der Verlosung. In der Nummer 7 haben wir einen Lip Liner drin und zwar den Ultimate Longwear Lip Liner in der Farbe Rosewood, das ist dieser hier. Und den schauen wir uns doch mal an. Oh, das ist schön. Oh ja, das ist eine richtig tolle Farbe und der ist butterweich. Würde fast schon jetzt bei meiner jetzigen Lippenfarbe als Lip Liner gut funktionieren. Das mache ich doch mal jetzt nachträglich nochmal drauf. Boah, absolutes Color Match. Der ist butterzart. Das ist so angenehm. Ich mache den jetzt auch auf die ganze Lippe. Sonst sieht das so 90er aus hier. Ist dann natürlich sehr trocken, aber es ist richtig cool, ne? Also die Farbe finde ich toll. Geil. Die gefällt mir. Och, der ist schon niedlich, ne? Da haben wir nur einen Mini-Nagellack in der Farbe 74 Heartbreak oder Heartbreak. Und da sind nur 4,5 Milliliter drin. Der ist ja allerliebst. Ist wirklich winzig, aber es ist die perfekte Winter-Weihnachtsfarbe. Richtig schön. In der Nummer 9 haben wir ein Beauty-Schwämmchen drin. Das finde ich ja klasse. Guck mal an. Das gefällt mir. Fühlt sich relativ hart an. Ich finde es geil, dass es so gelb ist. So richtig neongelb, ne? Finde ich toll. Finde ich richtig toll. Wow, das ist mal was anderes, ne? Ich glaube, ein Make-up-Schwämmchen hatte ich noch nie in einem Adventskalender drin. Cool. In der Nummer 10 haben wir ein quasi Invisi-Bobble. Das finde ich gut. Das, ja,
kann ich gut verwenden, verwende ich ständig sowas. Und das fühlt sich auch ganz wertig an. Also bei mir sehen Invisi-Bobbles tatsächlich sehr schnell so aus, weil die bei mir extrem ausleiern. Ich mache mir immer meinen Bommel und ja, da leiere ich die mal etwas aus. Dann kommen die in heißes Wasser, dann in kaltes Wasser, dann ziehen die sich wieder zusammen. Das kannst du aber nur bedingt oft machen. Irgendwann sind die halt uppe. Ja, ne, das gefällt mir. Das ist ein cooles Tool. Ja. Noch ein Lip Liner in der Nummer 11, das finde ich cool. Das ist auch einer von diesen Ultimate-Dingern in der Farbe Coral. Auch der wird geöffnet. Komm schon. Das ist gut, ne? Wenn das in eins geht. Danke. Ja, ne? Finde ich... Mann! Danke. Finde ich ganz schön. Und ja, auch der wird geswatcht. Ach, die fühlen sich so schön weich an. Wusste ich gar nicht, dass die von Douglas so, so schön sind. Das ist der auf der äußeren Seite. Ja, der gefällt mir. Sehr, sehr schön. Kann ich jetzt schlecht an... Nee, da macht keinen Sinn. Ich habe ja schon einen drauf. Na, wo waren wir denn jetzt? Jetzt bin ich ganz 11. Jetzt kommen wir zur Halbzeit. Oh, wie praktisch. Du hast hier einfach einen Anspitzer mit drin. Das finde ich ja ultra praktisch. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Auspacken. Ich habe mir letztens erst einen neuen geholt. Das heißt, ich kann einen dann hier an meinem Schminktisch haben und einen dann bei mir im Badezimmer. Das finde ich total super. Das ist auch einer, den du halt für dicke und für dünne nehmen kannst. Das ist echt, echt toll. Das ist gut. Alles zukleben. An beiden Seiten muss das sein. Doch, da hat einer mitgedacht. Das finde ich gut. Und zwar, wenn du halt von oben reinguckst, ich habe jetzt den Deckel abgenommen, ne? Da siehst du ja immer, dass du die Anspitzerviecher hast. Und da ist jetzt so ein Vieh mit drin. Das ist dieses hier. Und mit diesem Vieh kannst du dann 1A hier diese Messer mit sauber machen. Dass, wenn da halt irgendwelche Kajalstiftreste oder so drin sind, dass man das noch mit rausbröckeln kann. Voll gut. Ja, das ist auch ein nützliches Tool. Also nützlicher Kalender. So Anspitzer, Sponge, Nagelfeile, da sind halt nicht nur Make-up-Sachen so drin, wie zum Beispiel in dem Make-up Revolution Adventskalender, sondern du hast da richtig auch was Haltbares, Langfristiges drin. Wie sagt man das? Ich meine, auch ein Highlighter hält sich lang, aber trotzdem, ne, finde ich echt klasse. In der Nummer 13 war etwas drin, was irgendwie gefühlt aktuell überall drin ist, und zwar wieder so ein ja, Bändchen, ne? Manche nehmen das als Haarbänder, manche nehmen das als Armbänder. Ich kann es weder als Armband verwenden, weil meine Arme doch deutlich breiter sind, noch als Haarband, weil meine Haare einfach mehr brauchen. Das heißt, das geht auch in die Verlosung mit rein. In der Nummer 14 haben wir einen Lippenstift mit drin, und das ist ein Lipstick Shine in der Farbe Forever Red 15. Das ist dieser hier. Ich denke nicht, dass es eine Full-Size-Größe ist, weil das halt doch etwas kleiner aussieht, weiß ich nicht. Also ich blende dir einfach hier mal auch den Preis für die Full-Size-Größe hin, aber mir steht jetzt leider weder hier auf dem Produkt noch in dem Heftchen, wie viel Gramm dieser Lipstick hat. Das ist etwas schwierig. Ach, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Full-Size-Größe ist, okay? Genau, ja. Hat so ein fettes Klebe hier mit bei, das ist ein ganzes Booklet hier. Vielleicht steht in diesem Booklet irgendwas drin. Nein. Wie unpraktisch, sowas hier drauf zu kleben. Jetzt ist das spackig und ich habe das Ding ab. Egal. So. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein richtig schönes, klassisches Rot. Und das trage ich mir jetzt auch auf meinen Lippen einfach mal auf. Beziehungsweise ich kann es ja erstmal swatchen. Oh. Dem Lippenstift ist wohl etwas warm geworden, denn er ist wirklich sehr, sehr cremig. So schaut der Swatch aus und der riecht gerade voll gut. Oh, der riecht echt angenehm. Mache ich mir mal drauf. Boah, ist der cremig. Boah, ist der cremig. Ich finde den voll schön. Ich finde den echt voll schön. Der ist so butterig, so super zart auf den Lippen. Oh. Passt auch echt krass jetzt gerade zum Outfit, ne? Ja, mir gefällt der Lippenstift definitiv, wird weiterverwendet. Ich finde den großartig, echt schön. In der Nummer 15 haben wir eine Probegröße von der Kiss and Curl Mascara. Die befindet sich auch tatsächlich in einem anderen Adventskalender, den ich schon geöffnet habe. Das heißt, die hier wird definitiv weiter wandern. Ja, 5,5 Milliliter sind da drin. Volume and Curl Mascara. Und ja, die kommt ja auch jetzt mit in die Verlosung. Demnach haben wir jetzt zwei Mascaren hier in der Verlosung. Ja, ist okay, oder?
Oh, die Nummer 16 ist mal was anderes. Das ist ein Augenstift, ein Eye-Pencil, ein Kajal in der Farbe 8 Macchiato. Also so ein schönes Braun. Ich benutze zwar keinen Kajal, aber ich könnte mir den als Eyeliner oben sehr gut vorstellen. Deswegen wird der jetzt geöffnet und geswatcht. Ja, das ist so ein ganz normaler Stift, den du auch entsprechend anspitzen könntest. Den kannst du ja dann entweder auf der Wasserlinie tragen oder als Eyeliner. Oh, der ist schön. Der hat auch so einen leichten Kupferschimmer mit drin. Das gefällt mir. Das finde ich hübsch. Ich kann den ja jetzt mal auf der Wasserlinie auftragen, wie das aussähe. Mit Kajal, ohne Kajal. Der macht ganz schön krasse Bambi-Augen, ne? Wie der jetzt als Eyeliner aussehe, sprich oben auf dem beweglichen Lid, kann ich jetzt nicht testen, weil das ist jetzt ja gerade leider belegt, wird aber demnächst mal getestet. Die Nummer 17, hat die was mit Adventskalender zu tun? Naja, also im Winter machst du Self-Tan, ne? Also das ist so ein Selbstbräunungstuch. Da muss ich sagen, von sowas lasse ich die Finger, weil ich bin blass und ich stehe zu meiner Blässe. Das heißt, das kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, ist aber von der Idee her gar nicht so verkehrt. Also, ne, man bräunt sich ja, wenn dann, im Winter selber und macht das jetzt nicht irgendwie im Sommer eigentlich. Es sei denn an den Beinen, wenn du an den Beinen nicht braun wirst, aber ne, kommt auf jeden Fall in die Verlosung, weil ich werde es definitiv nicht benutzen. Ich bin so froh, dass ich das Thumbnail eben schon gemacht habe, als der Kalender noch zusammengefügt war. So, in der 18 haben wir hier ein leeres Fläschchen, wo du Sachen reinfüllen kannst. Das ist ein Zerstäuber. Da ist nichts drin. Ich habe mich jetzt auch gewundert. Genau, da kannst du Parfüm reinfüllen oder Toner zum Beispiel, wenn du Toner zerstäubert auf deinem Gesicht haben willst. Oder du kannst dir da abfüllen, was hatte ich jetzt? Hier, Rosenwasser. Das ist auch ganz geil, wenn man das so aufsprüht. Also gar nicht so schlecht. Also ich finde das richtig, richtig toll sogar. Und ich werde es auch verwenden. Also ja, geiles Tool. Also witzig, dass sowas auch mit drin ist, oder? Wie findest du das denn, dass da halt auch viele Tools drin sind und halt dann dementsprechend weniger Make-up-Produkte? Schreib mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich finde es eigentlich voll geil. Ich weiß gar nicht, wie viel hier reinpasst, aber ne? Ich finde es toll. Und auch die Farbe, das ist halt so typische Douglas-Farbe und ja, kannst du aber auch ganzjährig verwenden. Hat jetzt nicht irgendwie ein Weihnachtsmuster drauf oder so. Finde ich echt toll. Die Nummer 19 ist ein Nagellack und zwar ein komplett weißer in der Farbe Soft Touch. Das finde ich super. Das finde ich klasse. Weil sowas kannst du auch schön verwenden, um dann da so ein Mermaid-Lack oder so drüber zu machen. Dann, das sieht einfach alles so geil aus. Ich mag ja so intensive Geschichten. Und ja, wird auf jeden Fall verwendet. Richtig geil. Ich feiere das gerade, dass ich einen weißen Nagellack jetzt habe. Ja, und ich hoffe, dass der auch deckend ist und nicht dann durchsichtig oder so. Aber der sieht sehr, sehr deckend aus. Also der sieht schon aus wie Deckweiß, wenn ich den raushole. Ne? Das ist nicht so wie der Ballet Slippers von Essie zum Beispiel. Da siehst du schon direkt, dass der eher milchig ist. Und geil. In der Nummer 20 haben wir einen Intense Kohl Pencil, Intense Wood Eye Pencil. Ja, ne? Weiß ich nicht. Hat jetzt gar keine Verpackung drumrum. Und ja, das ist halt ein grauer Ton. Ist jetzt auch irgendwie doof, aber ich packe euch den auch mit in die Verlosung, weil ich den halt nicht verwende. Hast du zwei Kajalstifte und zwei Mascaren drin. Egal. In der Nummer 21 haben wir ein Lip Duo Double Shade Lip Jumbo. So schaut der aus. Den will ich von innen sehen. Was ist denn die Farbe? Sex Dare to Stand. Okay. Ja, der erinnert mich sehr an meiner von Benefit. Ach, das finde ich ja super. Der Double the Lip. Da hast du quasi einen Lippenstift und einen Lippenkonturenstift in einem. Wow, geil. Der sieht aber, wow, krass aus. Oder? Hammer. Also da hast du außen dann richtig dunkel. Der wird getestet. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Lila und Move. Mauve ist irgendwie so die bescheuerteste Farbe, die es gibt, finde ich, oder? Mauve. Der Gesichtsausdruck leiden schon. Sag jetzt mal Mauve. Also Mauve. Mauve halt. Das hört sich doof an. Das finde ich jetzt richtig geil. Long Lasting Eyeshadow Primer. Liquid Eye Primer.
dass da einfach mal ein Eye-Primer mit drin ist. Ich meine, ich hätte erwartet, dass wir hier irgendwie auch Blush, Bronzer, Highlighter, so ein Kram drin haben, was wir jetzt offensichtlich ja nicht haben. Ich meine, wir haben noch zwei Kläppchen vor uns, aber ich glaube nicht, dass sich jetzt da noch eine Face-Palette drin verbirgt. Aber, dass da so außergewöhnliche Produkte drin sind, wie ein Primer oder ein Augenprimer, finde ich toll. Und ich glaube, das ist eine Full-Size-Größe. Die Farbe 1 Original. 10 Milliliter. Keine Ahnung, ob das Full-Size ist. Kriege ich das erstmal auf, dass sowas so eine Tube eingeschweißt ist, ne? Von oben bis unten. Ich habe mal gehört, dass es sowas nur in Deutschland gibt. Also, dass nur Deutschland so verrückt ist und jedes einzelne Produkt immer so krass verpackt. 1A. Wie eine Spirale abgezogen. So, gucken wir mal. Oh, guck. Es kommt mit so einer Spitzenöffnung. Oh. Sehr, sehr fest von der Konsistenz und leicht eingefärbt tatsächlich. Riecht nach nichts. Und es gibt Farbe ab. Also, ne, sieht man den Swatch. Es gibt Farbe ab. Das heißt, es wird dann auch so ein bisschen meine Äderchen über meinen Augen abdecken. Das finde ich gut. Schön. Ne? Yay. 23. In der Nummer 23 haben wir noch ein Schwämmchen drin, und zwar so ein pinkes. Das packe ich dir in die Verlosung. So ein ähnliches habe ich auch schon von, ich glaube, Ebelin oder Essence, weiß ich nicht. Finde ich aber ganz cool, ne? Du kannst es hier schön festhalten und so, aber weil halt zwei Schwämmchen drin sind, dann bekommst du dieses hier. Das will ich auch gar nicht zu sehr anbatschen. Fühlt sich eigentlich ganz gut an, also, ne? Ich kann es jetzt natürlich nicht mit Wasser testen, aber packe ich dir in die Verlosung. Finde ich super. Hast auch wieder hier eine richtig schräge und dadurch auch spitze Kante, sodass du da richtig schön unter dem Auge das, den Concealer einarbeiten kannst, dass du in die entsprechenden Rundungen an der Nase und so reinkommst. Also ganz, ganz klasse. So, jetzt kommen wir zum Highlight des Ganzen. Kläppchen Nummer 24. Yay! Wie geil ist den denn? Das finde ich richtig gut. Ich habe hier eine Foundation drin. Schick, nein. Es ist ein Highlighter. Ach Mist. Ich dachte gerade, es wäre eine Foundation. Ach Mist. Es ist ein Stick-Highlighter. Ach Menno. Ja, Schick and Shine, ein Highlighter. Mist, ich dachte erst, ich habe das so gesehen und dachte, geil, eine Foundation. Die Farbe passt auch. Ich habe mich schon mein Full-Face-Adventskalender-Only schminken sehen. Aber gut, es ist ein Highlighter. Ich gucke ihn mir an, auch wenn es ein Stick-Highlighter ist. Alles darf getestet werden. Der sieht aus wie der von Amber Valletta, den ich heute noch in der Hand hatte, als ich quasi die Sachen ausgepackt habe von dem, was ich hier hinter mir stehen habe. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Champagnerfarben, ne? Ich sage zwar immer, ich möchte nicht so gerne Stick-Highlighter, aber das ist mal einer, den ich ausprobieren kann. Ich habe jetzt einen drauf. Macht das Sinn? Mach ihn einfach mal drüber. Ich habe zwar so gefühlt schon alles auf meinem Gesicht. Und ich habe jetzt hier das einfach mal hier so. Ja, ne? Hat schon ein bisschen was. Aber es ist jetzt natürlich über einem anderen Highlighter drüber, der jetzt auch schon entsprechend Bums hat. Aber so einen Stick-Highlighter nochmal an top zu geben, ist immer eine riskante Geschichte, weil du dadurch deine Foundation und so abtragen kannst. Und das aussehen kann wie ein Streifen. Aber an sich finde ich den ganz cool. Doch. Doch, doch, doch. Wie viel ist denn da überhaupt drin? Scheint ja ein Full-Size-Produkt zu sein, ne? 5,5 Gramm. Ja, ne? Cool. Eine Foundation wäre aber noch cooler gewesen. Das muss ich ja wirklich sagen. Und da bin ich ja auch ehrlich. Dass ich dann doch etwas enttäuscht bin. Aber egal, es ist ein Stick-Highlighter. Er ist, glaube ich, auch im Alltag ganz gut tragbar, wenn du halt gar keine Foundation trägst und einfach nur ein bisschen Glow haben möchtest. Von daher, ich beschwere mich nicht. Das war jetzt tatsächlich der Make-up-Adventskalender von Douglas. War geil, oder? Also ich fand den eigentlich relativ cool. Hätte ein paar andere Produkte auch noch, also so Blush hätte ich cool gefunden, Bronzer hätte ich cool gefunden, aber dafür hattest du halt diese ganzen Tools, ne? Was halt auch so ziemlich außergewöhnlich ist. Das hat mir dann auch wiederum sehr gefallen. Von daher, ich fand den Kalender ganz toll. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein und bin wirklich gespannt, was die Produkte überhaupt wert sind. Wie gesagt, 29,99 Euro kostet der normalerweise im Laden. Meistens hast du ja die Werte etwas höher, aber ich denke schon, dass die Produkte das alles soweit wert sind und den Wert auch deutlich übersteigen. Ja, ihr Lieben,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings 2019. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!